So, weiter geht's. Ja, ist ziemlich ruhig hier. Da ist eine kleine Hütte, da kann man aber nicht reingehen. Was war da oben? Um auf das Tutorial zurückzukommen, was ich demnächst machen werde. Also ich werde auf jeden Fall das so handhaben, dass ich euch die Gegenstände größtenteils vorstellen werde. Also es gibt nicht alle im Editor. Es gibt ein paar. Nicht alle. Dann werde ich auf jeden Fall euch die Häuser zeigen, in welche man wirklich reingehen kann, welche man sich, also wo man sie ausschalten kann von weitem, wo man sagen kann, ah, das Haus kenne ich nur aus dem Tutorial, da kann man auf jeden Fall reingehen. Also sowas werde ich machen. Dann Orientierung oder sowas, wo man sich orientieren kann. Ohne Karte, ohne Kompass. Ja, und dann weiß ich nicht. Also ich werde dann wahrscheinlich die Zombies noch ein bisschen vorstellen, wie die sich verhalten ab gewissen Entfernungen. Aber das funktioniert auch nicht ganz so im Singleplayer, also mit dem Editor. Da die Zombies sind ja eigentlich Zivilisten im Editor. Und die greifen eigentlich ohne Grund an. Also die bleiben einfach stehen. Selbst wenn man sie anschießt oder einfach sie anguckt, sie machen nichts. Da müsste ich noch ein bisschen gucken, wie man das machen kann. So, ich muss mich ganz kurz ausruhen hier. Denn mein Kollege atmet schon wieder ganz, ganz schwer. Genießen wir einfach mal die Ruhe von Arma. So, muss auch reichen. Sieht ganz schick aus hier, muss ich sagen. Sieht ziemlich cool aus. So ein bisschen Nadelwald und dann so ein bisschen größere Bäume. Sieht schon alles sehr, sehr nice aus. Hat aber auch seinen Nachteil mit der Performance und der Hardware-Hunger. Bin echt gespannt, wie sie das bei Arma 3 lösen wollen. Ich habe immer noch. Sie haben gesagt, sie haben die. Also, sie haben es wirklich perfekt optimiert. Aber, ja, erstmal angucken, ne? Also, ich meine, sie haben schon öfters gesagt, dass sie was perfekt optimiert haben. Bei Take-On-Helikopter haben wir auch gesagt, ja, wir haben so neues Zeug eingebaut, neue grafische Elemente wie die volumetrischen Wolken, wie sie es nennen oder sowas, dass die Wolken so. Jetzt sind sie ja mehr 2D, aber dann haben sie ja das System seit Take-On. Was auch in 1x3 wieder ins Spiel kommt, dieses, ja, dass man die Wolken wirklich gut erkennen kann, also dass sie wirklich richtig lebendig aussehen, so richtig zum Knuddeln, sage ich jetzt einfach mal so. Richtig volumös, aber ich habe keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Sie haben so ein ganz komisches Wort da immer gesagt, wie man das nennen kann. Also ich sage einfach mal so, jetzt sind das so 2D, so einfach so Bilderchen, ja, und jetzt sind sie halt so wirklich 3D-mäßig, sage ich jetzt einfach mal so, die man auch wirklich sagen kann, oh, ja, sie haben eine bestimmte Tiefenschärfe und sowas, also. Ja, ganz schlecht zu beschreiben, einfach mal gucken bei Take On oder so, habe ich auch mal ein Video hochgeladen, schon etwas älter, von dem Spiel. Ja, wir hätten das vielleicht ein oder anderen. Wobei ich glaube in der Beta-Phase von Take On, da war glaube ich gar keine. Waren glaube ich die Wolken noch gar nicht drin. Weiß ich gar nicht mehr, aber einfach mal gucken. Könnt ihr einfach eingeben, mal bei YouTube oder so, Take On Helikopters. Muss auch vielleicht sagen, vielleicht mache ich das demnächst auch mal ganz kurz, so mal zum Testen. Wie gesagt, sie haben ja gesagt, sie haben das ja auch sehr, sehr gut optimiert für PCs und dann war es am Ende noch schlimmer als Arma 2. Naja, gut, mal gucken, wie es bei Arma 3 wird. Mal gucken, ob ich mir das jetzt mal an demnächst ausleihe. Ein Kumpel von mir hat das. Der ist genauso wie ich, so ein Hubschrauber-Freak. Und mal gucken, ich habe mir das damals nicht gekauft, weil ich dachte, ja, gut, war jetzt doch nicht so die Bombe, wie sie gesagt haben, alle, aber. Ja. Mal gucken, aber ich halte von Tests eigentlich mittlerweile gar nichts mehr. Also, sie machen ja viele, also nicht alle Seiten, aber viele machen ja die Spieler, die zum Beispiel einen neuen Ansatz verfolgen. Zum Beispiel sage ich jetzt mal einfach mal Arma oder sowas. Die machen es ja meistens nur rum, dann sagen sie ja, scheiß Simulation oder auch hier dieses DCS, dieses Dual Combat Simulator, was von den russischen Entwicklern sind, mit dem Black Shark und den A10. Vielleicht hat das eine oder andere schon mal bei YouTube gesehen. Das sind richtig Hardcore-Simulationen, so wie Flugsimulator von Microsoft. So ist das da mit Militärfahrzeugen, wo echt jeder Scheiß geht. Und haben sie damals auch so runde bewertet, haben gesagt, das ist total scheiße, für Anfänger gar nicht geeignet. Obwohl es eigentlich das gar nicht sein soll. Es soll einfach wirklich eine knackige Hardcore-Simulation sein. Und das verstehe ich mal nicht, warum manche Tester aber sagen, das ist scheiße, ich komme mit dem Spiel nicht klar, also muss ich das richtig schlecht machen. Das riecht mich immer auf. Und dann sagen viele, ja, okay, wenn das schlecht bewertet hat, also ist es richtig schlecht, das Spiel.
Und das war wie damals mit Arma 2. Okay, Arma 2 hatte am Anfang viele Probleme, muss ich zugeben. Die KI war wieder voll schrottig verbuggt. Das Spiel ständig abgestürzt, hatte viele Grafikfehler, zu viel Hardwareanforderungen, als es jetzt noch der Fall ist. Aber ich muss sagen, wo ich damals gekauft habe, ich meine, ich war zwar auch angepisst, dass es ständig abgeschmiert ist und was weiß ich, was alles noch war damals. Aber ich muss sagen, es war trotzdem, ich meine, ein Armer ohne Bugs und irgendwelche Probleme ist kein Armer, finde ich. Ich meine, das klingt jetzt in erster Linie richtig doof. Ich meine, ich würde mich freuen, wenn Armer 3 gleich richtig gut rauskommt, ohne irgendwelche Fehler oder so. Aber ich meine, das macht halt Armer ein bisschen aus. Also, Bohemia, dass sie mal ab und zu mal kleine Bugs reinbauen und die dann auch ein bisschen länger brauchen zu beheben. Aber ich meine, wie kann man, ich meine, das Spiel wurde so damals gemacht, das Arma 2. Viele haben sich gesagt, ja, das kaufe ich mir doch nicht so, dann bleibe ich doch lieber bei Flashpoint oder bei Arma 1. Obwohl es eigentlich so geil war eigentlich von der Atmosphäre, es war richtig fett, muss ich sagen. Also ich habe es nicht bereut, bis heute nicht, dass ich mir Arma 2 gekauft habe. Sieh gerade ich Hitzewellen, sieht ihr das? Kennt ihr das eigentlich auf dem Bildschirm? Wenn ihr so ferne guckt, da ist es so, wenn man zum Beispiel über den Grill gucken würde, dass das ein bisschen verschwommen ist. Cool, ganz nett. Ich glaube, das liegt an dem Post-Processing. Hat das vorher noch nicht so gesehen. Oder es ist ein sehr heißer Sommertag wie bei mir gerade in meiner Stadt. 30 Grad, ey. Ich kriege echt eine Krise hier drinne, vor allem wenn der PC noch so laut läuft. Ich glaube, das kann man sogar ein bisschen mithören, den Lüfter. Ach Gott. Das ist echt nicht mehr zum Aushalten. Ich muss mal kurz was essen. Habe ich denn noch was im Rucksack? Nein, haben wir nicht. Oh, wir müssen was suchen. Da oben ist, glaube ich, ein Steinbruch oder sowas. Demnächst. Da müsste es. Da ist die Burg. Also nicht die Burg, die wir damals betreten, sondern es gibt ja, glaube ich, drei Burgen in Arma. Ich glaube, das ist nicht das Teufelsschloss. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Also das war, glaube ich, mehr in die Richtung da. Mehr Richtung Westen. Aber wenn es so ist, dann ist natürlich cool, dann haben wir unser Ziel schon erreicht. Ich habe gerade ein SMS bekommen. War gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe mit meinem Handy den Stoppuhr laufen, dass ich die 15 Minuten mal einschätzen kann. Gott. So, wie sieht das aus? Wir sind in der Straße nirgendwo. Ein bisschen Holz, kann man aber nicht mitnehmen. Huch. Ich habe jetzt die Burg aus den Augen verloren. Moment, ich guck gleich nochmal. Die müsste ja da oben irgendwie. Also laufen wir einfach mal zur Burg hin. Auch wenn wir ein bisschen überziehen. Ich glaube, das wird jetzt das Ziel werden. Wobei, selbst wenn man das so sehen kann, es sind trotzdem noch 2 Kilometer. Mindestens. Also mindestens 3, sage ich jetzt einfach mal. Oder höchstens 3 Kilometer. Ich glaube, mehr haben sie sich hier nicht eingestellt in der Sichtweite. So, da hinten ist ein Haus, das kann man nicht betreten. Das sieht man schon. Geht man schon. Ihr vielleicht nicht so, weil ich hab zwar auch manchmal Probleme, denke so, kann man jetzt da rein oder nicht? Bei so Schollen bin ich mir ziemlich sicher und bei Towern, aber so bei kleinen Häusern, da gibt es glaube ich nur 2 oder 3, die man betreten kann. Der Rest ist einfach nur zugepappt mit Texturen. Ist auch ein bisschen doof, aber ich glaube bei Arma 3 ist es dann wieder richtig krass gemacht. Da kannst du glaube ich dann jedes Haus betreten. Das wird dann richtig, richtig schön, finde ich. Dann da kann man dann schon mal. Ja, da wird das mal richtig, richtig lustig, würde ich sagen. Wobei, ich habe auch. Scheiße, wieso habe ich keinen Messer? Ganz im Ernst, ey. Ich hätte jetzt so schön Miss Piggy schlachten können. Oh, ein Häschen haben wir auch noch. Hallo, Mrs. Häschen. Naja, gut. Kann man nichts machen. So ein Messer ist echt überlebenswichtig. Wobei, es bringt mir eigentlich auch nichts, wenn ich jetzt das Vieh geschlachtet habe. Aber keine Streichhütze habe oder kein Feuerzeug zum Feuer machen. Also, man kann das Fleisch nicht roh essen, habe ich schon mal probiert, das geht nicht. Eventuell geht es schon, aber vielleicht wird man dann krank oder sowas. Es gibt ja auch Krankheiten in diesem Spiel, wenn man zu lange sich in der Kälte aufhält oder sowas. Deswegen, es wird ein bisschen krass. Ne, das Haus kann man nicht betreten. Aber das ist auch so ein Punkt, wo man sagen kann, beim Tutorial, das mache ich auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eines der wirklichen wichtigen, die ich machen möchte, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Welches Haus kann man denn jetzt endlich betreten, welches nicht? Wie erkennt man das schon von Weitem? Dann gibt es ein paar Merkmale. Meistens erkennt man das an den Fensterscheiben, dass die zu viel bestrahlen, also von dem Post-Processing, hier diese Überstrahleffekte da. Das erkennt man nicht ganz gut. Gut.
Ich würde echt mal gerne Streichholz haben. Wieso gibt es hier keinen Hochstand? Da ist die Burg. Ja, wenn das wirklich das Teufelsschloss ist, ich meine, ich erkenne das Gebiet ein bisschen im Teufelsschloss, aber ich glaube. Wobei ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es im Norden zwei Burgen gab. Ich weiß, im Süden gibt es eine in der Puste. Und Staroy irgendwo dazwischen. Dann gibt es das Teufelsschloss im Nordwesten. Wobei Gorka war jetzt auch schon mehr im Mitten des Landes. Also kann schon sein, dass das Teufelsschloss ist. Das wäre aber ziemlich ulkig, sage ich mal. Denn da wollte ich eigentlich zum Flughafen, aber das ist ja egal, wir können ja dann uns entscheiden, gehen wir zum kleinen Flughafen oder zum großen. Wobei ich glaube, der große ist dann ein bisschen näher. Und dann gibt es dann auch die ein oder anderen wertvollen Baracken, die ihr vielleicht auch schon kennengelernt haben solltet. Wenn nicht, zeige ich euch dann, wenn wir uns bis dahin schaffen sollten. Denn damals, wo wir hier oben waren, hat uns da ja der Patch dann ein bisschen runter gespawnt, hat uns ja die Spawn-Area reset und da waren wir mal wieder an der Südküste. Ich weiß nicht, wie das am Montag ist. Die haben ja gesagt, sie machen am Samstag ein Backup. Da wird der DayZ mal ganz kurz nicht spielbar sein für 2-3 Stunden. Weil sie die Sachen sichern wollen, also die Spawn-Areas und sowas, wo die ganzen Leute sind. Gegenstände, was sie haben. Und deswegen, weil sie nicht sicher sind, ob es am Montag mit diesem 1.7.2 Update, was dann glaube ich die Beta eigentlich sein soll, ob sie damit alles fehlerfrei machen und dann nicht am Ende dann die Arschkarte haben und dann einfach das Spiel wieder resetten, sage ich mal so, wie es bei mir damals war, dass ich dann einfach wieder an der Südküste war, mich übelst geärgert habe, dass ich dann wieder von vorne anfangen durfte. Wobei ich hatte ja die Waffen noch im Inventar, aber die Position war wieder weg. Und ich glaube, es ist das Teufelsschloss. Denn das Teufelsschloss ist... Es gibt... Ich weiß, ein Schloss ist auf jeden Fall auf einem ganz, ganz großen Berg. Also der ist zwar auch schon ein bisschen hoch, aber der andere ist ein bisschen mehr bewuchsener, bewälderter. Der ist mitten im Wald drinnen, aber die ist, glaube ich, kleiner. Und ich glaube, ja, es ist das Teufelsschloss. Ganz klar. Gut, dann machen wir uns wieder auf den Tor oben drauf, wie damals auf der Aufnahme. Dann würde ich immer sagen, haben wir erfolgreich, wobei ich darf noch nicht so Fallout werden. Denn wer weiß, was da drin uns jetzt erwartet. Vielleicht kann es ja eine riesen Horde sein von Zombies. Wer weiß das schon. Also hier mache ich mal kurz das Tempo raus. Wobei, hier ist ja noch nicht so viel. So einen Eingang suchen. Da zum Beispiel. Nochmal kurz noch nachladen. Denn, wenn ich jetzt schon sage, wir haben es geschafft wieder. Wobei, ich kann ja nicht schon sagen, wir haben es ja schon wieder unsere alte Position erreicht. Zum größten Teil. Ich glaube, wir waren damals auf der Mauer. Ne, wir waren auf dem Turm oben drauf. Bevor uns das Spiel, glaube ich, resettet hat. Ich weiß gar nicht, ob es hier wieder Zombies gibt, also... Normalerweise hängen die ja meistens an so Gebäuden rum, die auch bewohnbar sind. Mal ganz kurz über die Mauer lunzen. Soweit alles ruhig. Wobei ich muss hier sagen, hier sind nicht so viele Zombies, denke ich mal. Also mehr als 5 werden hier wahrscheinlich sein. Letztes Mal waren es glaube ich nur 3. Und das haben so viel rumknallen hier. Wird das nicht so das Problem sein. Wir schauen einfach mal durch die Fensterscheibe hier durch. Oder aus der Treppe. Da kann man nicht rauf, das weiß ich. Da gibt es nur einen Tor, wo man rauf kann. Das ist dieser hier. Glaube ich jedenfalls. Oh, das ist doch nicht das Teufelsschloss. Ich bin dann gerade ein bisschen verwirrt. Ne, doch, das ist das Teufelsschloss. Doch, doch, das muss es sein. Okay, dann war das hier. Ich glaube, ich gab noch einen Turm, wo man raufkommt. Ja, egal. Moment, was ist das? Ach, krass. Sah gerade aus, als ob irgendwelche Bengalfackeln durchglitschen. Gut, dann hätten wir das auch erstmal geschafft. In so einer perfekten Zeit. Gucken, ob es da irgendwas zu geben und zu holen gibt. Ich hoffe es jedenfalls. Ich hoffe, irgendwas zu essen. Denn ich möchte nicht beim nächsten Mal mich auf Essenssuche begeben. Ich möchte auch ungern jetzt hier runterfallen. Sonst breche ich mir die Knochen und bin eventuell bewusstlos für ein paar Minuten. Oder bin gleich tot, keine Ahnung. Ich möchte das nicht nochmal erleben. Bin ja letztes Mal, das habt ihr gar nicht mehr gesehen in der Aufnahme, sondern irgendwie auf diesen Baukran, auf diesen Hafenkran geflüchtet bin, ist der Kran dann irgendwie durchgeglitscht worden und da bin ich durch die Decke gefallen. Da war ich, buck, auf dem Boden. Hier gibt's was zu essen. Wunderbar.
Besseres kann man doch nicht haben hier. Die Infield, nö. Cool. Hab ich schon was zu essen gefunden. Gefällt mir. Wunderbar. So. Wenn es hier oben noch ein riesengroßes Lager geben wird. Also, ich meine, die Burg wäre ein perfektes Versteck dafür, so richtig coole Waffen zu verstecken. Und nein, es gibt nur eine leere Coke. Verband und ja, wieder irgendwelche Shotgun Rounds. Lass mir einfach mal das Markov-Magazin da. Denn Verband kann man nie genug haben. Und ich verabschiede mich heute mal wieder mit dieser Aufnahme hier. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder mit den neuen Aufnahmen. Gucken wir uns noch schön dieses schöne. Okay, wobei die Weitsicht wieder runtergedreht worden. Gut, das nächste Ziel setzen wir uns auf jeden Fall da hinten. Diese Richtung hin. Wird wahrscheinlich noch 3-4 Kilometer sein bis zum großen Flughafen. Bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Ich mache mir jetzt dran, The Walking Dead aufzunehmen. Genießt den Tag noch. Es ist schönes Wetter, jedenfalls bei mir. Wie es bei euch aussieht, keine Ahnung. Aber wenn es gutes Wetter ist, geht raus. Macht was. Genießt das Wetter. Und ich verabschiede mich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.